Hallo Torben. Hallo Felix. Sehr erfreut, dich heute hier im Heldenreise-Podcast mit dabei zu haben. Du bist der Experte für Vertrieb und sprichst Klartext. Richtig, genau. Was hat es denn damit auf sich? Naja, gut, Vertrieb und Klartext ist für mich so schon ein Thema, das zusammengehört. Ich beschäftige mich mit dem Thema Klartext, Next Generation Sales nenne ich das, weil ich aus meiner Sicht das Thema Digitalisierung ist schon irgendwo so ein bisschen breit getreten. Wir reden davon, den Vertrieb in die Zukunft zu bringen. Also wir haben andere Methoden, wie wir sie heute einsetzen. Wir haben andere Möglichkeiten, wie wir sie heute einsetzen. Und das ist das Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftige als Vertriebsexperte und damit auch entsprechend versuche, mein Publikum zu erreichen. Klartext für mich auch klar mit dem Kunden zu kommunizieren. Okay, und wie hast du erkennen können, dass das genau dein Thema ist? Also Vertrieb, das ist das vielleicht nicht ein typisches Ziel, wenn man noch in der Schule war oder studiert hat. Das entwickelt sich wahrscheinlich so auf dem Weg. Also Vertrieb war in der Tat nicht mein Ziel, was ich machen wollte. Ich habe so eine ganz klassische Handwerksausbildung gemacht. Also wirklich so ganz klassisch ein Handwerk gelernt, habe da einen Abschluss gemacht, habe auch eine kaufmännische Wirtschaftsschule besucht und bin dann irgendwann so in meiner Bundeswehrzeit, bin ich so mit dem Thema IT, damals hieß es nur EDV, konfrontiert worden. Und nach der Bundeswehrzeit habe ich mir so überlegt, was könnte ich denn machen? Und das Thema EDV, Hardware, Software hat mich unheimlich interessiert damals und auch dachte, ja, das ist ein Thema, was wirklich interessant werden könnte. Und ich habe zur Zeit meines Lebens eigentlich immer schon so verkauft. Also ich habe so früher als Jugendlicher, als Kind habe ich Fahrradteile mit meinen Fahrradteilen gehandelt und so. Und das Thema hat mir irgendwie immer gefallen. Und irgendwann dachte ich so, ja, die Verbindung von dieser Technologie und dem Verkauf, das könnte es eigentlich sein, was mir Freude macht. Und ja, das mache ich jetzt mittlerweile seit 30 Jahren. Super. Verkaufen und auch in aktiven Leadership-Positionen gewesen, vorwiegend bei großen Softwarehäusern, Hardware-Unternehmen, Softwareherstellern. Also damit habe ich mich beschäftigt. Okay, das heißt, wenn es auch um Softwarelösungen ging, dann haben die wahrscheinlich ihren Vertrieb auch so mitunter als Vorreiter digitalisiert, oder? Alles, was wir heute mit Klicktipp machen können, E-Mail-Marketing und ja, Online-Marketing-Strategien, das wurde da wahrscheinlich schon vor 10 Jahren gemacht. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber ähnlich. Also wir sprechen ja immer heute von Digitalisierung oder Vertrieb 4.0. Aber letztendlich haben wir immer schon Digitalisierung gemacht. Also Digitalisierung im Softwareumfeld. In gewisser Weise ist ja ein CRM-System schon eine Digitalisierung. Mhm. In gewisser Weise ist eine Webseite eine Digitalisierung. Die haben wir nicht erst seit 3 Jahren, sondern die hat jedes Unternehmen. Ja, es kommen heute andere Methoden dazu zur Lead-Generierung, also sprich automatisierte Tools, die wir einsetzen. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, um heute, ich sag mal, Leads zu produzieren, um Interessenten zu finden. Aber wir haben immer schon mit Digitalisierung gearbeitet. Vielleicht auf der einen Seite in der IT-Branche, heute nennt man es ja IT, damals EDV, vielleicht da schon ein Stück früher. Aber für mich ist auch Digitalisierung in gewisser Weise das erste Handy gewesen, das wir haben. Ja. Weil damit waren wir mobil, wir konnten mit dem Kunden kommunizieren, wenn wir 15 Minuten auf der Autobahn gestanden sind und zu spät waren. Also auch das ist für mich schon Digitalisierung. Aber natürlich ist heute viel, viel mehr. Und geht immer, immer schneller natürlich auch. Was reizt dich daran am meisten? Am Thema Digitalisierung? Ja, oder auch Vertrieb mit Digitalisierung? Also mich reizt im Vertrieb nach wie vor auch diese Kommunikation mit dem Menschen. Ich find das einfach immer noch schön, beim Kunden zu sitzen, mit dem Kunden zu sprechen, um Kunden in die Augen zu sehen. Und mit dem Kunden eine gemeinsame Lösung zu finden. Das finde ich nach wie vor schön. Aber natürlich können wir heute dafür gewisse Hilfsmittel nutzen, um mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen. Weil wenn wir heute davon ausgehen, ein Kunde hat ja keine Zeit mehr. Der hat ja keine Zeit mehr, um sich mit mir hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken. Der braucht einen konkreten Bedarf. Ja.
Und das muss ich natürlich heute automatisiert versuchen auch zu wecken, den Bedarf, aus meiner Sicht, das ist meine Sichtweise. Ich muss so viel Interesse erzeugen und das automatisiert, dass er auf mich zukommt oder dass er ein Info anfordert, ein White Paper oder wie auch immer, um dann konkret auch mit dem Kunden in die Lösungssuche oder in eine Lösung reinzugehen, dann im Gespräch, um möglichst für beide einen optimalen Output zu haben. Also wir nennen das immer ein Strategiegespräch, ja, um erstmal so eine Bedarfsanalyse zu machen, wo steht unser Kunde, was braucht er und wo können wir dann eben die Lösung anbieten. Genau. Also das ist was ich sehr wichtig finde, das ist auch ein Teil, was ich mit Klartextkommunikation meine oder mit Klartext insgesamt, New Generation Sales, dass wir wirklich mit dem Kunden eine saure Qualifizierung machen und dann den Bedarf kennen und mit dem Kunden gemeinsam dann eine Lösung entwickeln. Und am Ende des Tages oder am Ende vom Termin beide genau wissen, der Kunde, okay, was bekomme ich für das? Und der Verkäufer weiß, okay, was muss ich dem Kunden wirklich anbieten, damit ich auch seinen Mehrwert und seinen Nutzen habe. Das ist das, was ich denke, was heute wichtig ist. Wie der Weg dahin ist, da spielt natürlich die Automatisierung eine große Rolle. Das heißt, du würdest sagen, Automation nur am Anfang, weil am Ende ist es dann trotzdem schön, mit dem Kunden dann auch eins zu eins zu sprechen, also am Tisch zu sitzen. Also ihr macht nicht alles rein über Videokonferenz-Tools wie Zoom oder da könnt ihr auch WhatsApp-Video nehmen, letzten Endes. Das heißt, es ist nur am Anfang automatisiert, dann wahrscheinlich zwischendrin finden persönliche Gespräche, Meetings statt. Und dann vielleicht später wieder, wenn es um den Upsell geht oder diese Customer Life Journey, die ist wahrscheinlich dann wieder auch automatisiert. Wir haben ja auf dem Weg zum Abschluss oder zum gemeinsamen Abschluss mit dem Kunden, gibt es ja viele Touchpoints, die wir da streifen. Und die können zum einen digital sein, aber die können natürlich auch persönlich sein. Und je nach Phase wird es. Es kann auch in der Verhandlungsphase einen automatisierten Touchpoint geben, oder wenn ich Informationen zuschicke nochmal oder wie auch immer. Aber ich finde schon auch wichtig, dass diese emotionale Intelligenz diese vertrieblichen digitalen Tools oder diese digitalen Tools ergänzt. Also ich finde beides einfach extrem wichtig, weil am Ende des Tages menschelt es immer irgendwo. Ja. Und man versucht immer gemeinsam auf eine Lösung zu kommen. Und der Anspruch sollte auch sein, dem Kunden die optimale Lösung zu bieten oder anzubieten. Und nicht irgendwas, was so ich sage immer so halbschwanger. Das ist für mich so irgendwie, passt für mich irgendwie nicht. Also ich habe immer in meinem Leben, habe ich mich immer darauf konzentriert, auch mit dem Kunden dann wirklich die Lösung zu arbeiten, die er braucht. Auch da natürlich viel Zeit aufgewendet. Sehr gut. Es ist wahrscheinlich immer die Frage, wie viel ist auch der Kunde bereit zu zahlen, um diese Individuallösung sich leisten zu wollen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein ganz anderes Beispiel, Aldi hat ja zum Beispiel 600 Artikel im Sortiment, immer. Und das hat ja auch seine Gründe, damit das einfach immer nach Schema F läuft, unterm Strich. Und es gibt ja auch Filmproduktionen draußen auf dem Markt, die genau nach diesem Schema arbeiten. Da gibt es einfach drei Pakete und das ist es dann. Ja. Also wir haben auch diese drei Pakete, aber natürlich auch noch Individuallösungen. Und häufig brauchen die Individuallösungen einfach wirklich deutlich mehr Zeit, weil viel mehr Klärungsbedarf ist. Was ist jetzt dabei, was ist nicht dabei? Und dann fängt der Kunde an zu vergleichen und ist vielleicht auch gar nicht so richtig committed am Anfang, weil er überfordert ist. Und da kommt genau das Thema natürlich auch wieder zum Tragen, wenn der Kunde keine Zeit hat, dann ist es natürlich kontraproduktiv, wenn er erst verwirrt ist und sich nicht sicher ist, was braucht er jetzt genau. Deswegen muss man wahrscheinlich immer genau den richtigen Grad finden zwischen wie individuell darf es sein, aber inwieweit gebe ich eigentlich eine schlüsselfertige Lösung schon vor, damit der Kunde weiß, okay, das läuft alles, ich weiß genau, was ich kriege und am Ende performt das auch. Also es gibt sicher
Es gibt ja viele Standardprogramme, die ich einsetzen kann, oder? Also wie gesagt, ich war bei vielen Softwareherstellern und das sind ja Standardlösungen, die dann in Nuancen vielleicht nur customized werden irgendwo für den Kunden. Da geht es schon alleine drum, okay, klassisches Beispiel, ich war beim großen Security-Hersteller, Softwarehersteller und da ging es einfach darum, wie viele Geräte möchte ich schützen? Wie möchte ich die schützen? Habe ich noch irgendwelche andere Infrastruktur, die geschützt werden muss? Aber bedient wird es dann trotzdem mit entsprechenden Standardsoftwarelösungen. Aber ich muss ja auch das Volumen kennen, ich muss den Schutzbedarf kennen und und. Das, und da erfordert es einfach auch Gespräche dann mit dem Kunden. Wie sieht das aus? Ist es ein ganzheitlicher Schutz oder möchte ich wirklich nur PCs absichern oder was auch immer? Also Standardsoftware ja, Individualsoftware natürlich, klar, immer ein Thema. Aber wir haben heute auch viel Standardsoftwarelösungen. Also ich habe die letzten Jahre immer Standardsoftwarelösungen verkauft, aber die immer auch entsprechend für den Kunden vom Volumen her, von da geht es ja dann auch um Einführungen und um Setups und und. Am Ende interessiert es den Kunden wahrscheinlich auch nicht. Er möchte sein Problem gelöst haben. Genau. Wie er da hinkommt, genau. Das ist ja eigentlich gewünscht. Genau. Und dafür sind wir da, um das rauszuarbeiten und dem Kunden dann entsprechend die Lösung auch zu präsentieren. Seine individuelle Lösung, was nicht heißt immer individuelle Software, sondern auch mit Standardsoftware. Ich habe heute auch ein Thema mit Marketing Automation. Ich setze ja auch Standard-Tools ein dafür. Also. Was glaubst du, wo geht die Reise hin? Jetzt haben wir hier 2020, neues Jahrzehnt. Was erwartet uns in diesen nächsten 10 Jahren im Bereich Vertrieb? Also ich glaube, dass uns im Bereich Vertrieb, also es gibt ja so, der eine sagt, ja, braucht man noch Verkäufer im Vertrieb, wenn die Reise weitergeht in die Zukunft, oder ersetzen Maschinen die Verkäufer. Ich habe auch schon so Aussagen gehört wie Vertriebsdrohnen, die unterwegs sind. Ich glaube, dass nach wie vor, es wird eine Kombination nach wie vor sein aus künstlicher Intelligenz, aus, ja, ich sag mal, Automatisierungstools, aber es wird immer den Menschen brauchen. Es wird immer diese emotionale Intelligenz, der wirklich dann mit dem Kunden spricht. Also ich glaube nicht, dass der Verkäufer irgendwann nicht mehr benötigt wird. Aber ich glaube schon, dass es für Verkäufer auch ein Umstellungsprozess werden wird. Also wir sehen das ja heute vorwiegend schon im B2C-Markt, wo viele Dinge einfach automatisiert werden, wo ich keinen Verkäufer mehr brauche. Und ich glaube schon, dass auch gewisse Teile noch mehr automatisiert werden im Vertriebsprozess. Das glaube ich schon. Aber es braucht immer den Menschen. Aber er muss sich eben vom reinen Produkt- und Feature-Verkäufer extrem wandeln hin in den Mehrwert und Nutzen bietenden Verkäufer. Das ist so meine Meinung. Und der Verkäufer an sich muss wahrscheinlich auch viel persönlicher werden, um eben durch dieses Digitale durchzudringen. Mhm. Also auch Gespräche abseits vielleicht vom Produkt, um nochmal Nähe aufzubauen, dass man durch diesen digitalen Kanal auch merkt, okay, auf der anderen Seite ist es auch ein Mensch, das ist jetzt nicht einfach nur die Sache an sich. Ja. Also, ich sag mal, auch wenn du Experte bist in einem Feld, dass du jetzt nicht wie ein Fachidiot einfach nur von dieser Sache sprichst. Also ich tue mich damit auch immer extrem schwer, wenn ich mich mit Leuten auch aus der Filmindustrie unterhalte und die reden ja nur von Codex oder von irgendwelchen neuen Sachen, die sie auf irgendwelchen Messen gesehen haben. Das langweilt mich dann relativ schnell. Ich möchte auch wissen, ja, wofür setzt du denn diese Technik ein? Was kann man denn damit wirklich letzten Endes am Set machen? Oder, also ich bin auch ein absoluter Fan von diesen iPhones und diesen ganzen neuen Möglichkeiten, wo man auch sehr spielerisch auch wieder kreativ sein kann. Ja, und jetzt nicht immer nur noch größere Kameras, noch mehr K, also 5K, 6K über Ultra HD. Am Ende interessiert das den Zuschauer ja nicht. Ja, für den ist es wirklich relevant, wie du zu diesem Ergebnis gekommen bist. Genau. Der will das Ergebnis sehen. Ja. Und so geht es jemand, der, ich sag mal, was kauft,
ja auch. Der braucht ein Ergebnis und er braucht eine Lösung für seine Problemstellung. Ja. Das ist alles, um was es geht. Und da, also im Endeffekt heißt es ja immer, wir Verkäufer sind dazu da, um dem Kunden zu helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Mhm. Und die Kaufentscheidung soll sein Problem lösen. Mhm. Aus ihm einen Mehrwert und einen Nutzen bieten. Wir sprechen ja auch von der Customer Experience heute in Zeiten der Digitalisierung, um ihm die optimale und unvergleichliche Customer Experience zu bieten. Mhm. Das ist das Ziel, das wir verfolgen sollten. Und wie gesagt, ob das auf dem Weg über digitale Tools für die Kontaktanbahnung, für die Entwicklung ist, bis hin zum persönlichen Verkauf, auch produktabhängig natürlich in gewisser Weise oder lösungsabhängig in gewisser Weise. Aber da über diese Customer Journey am Ende des Tages sollte hier eine optimale Customer Experience für den Kunden stehen. Absolut. Also wir machen das ja auch. Das Buch heißt ja zum Beispiel Mut zur Heldenreise. Mhm. Das soll einfach nur mal so ein Kick-Off darstellen. Mhm. Wenn du noch gar nicht weißt, wohin geht die Reise, ist das vielleicht mal so ein Vorgeschmack aus der Küche. Mhm. Und dann kann man in eine Strategie, wo man eben schon ein bisschen mehr erfährt, was ist Sichtbarkeit und wie kannst du aus Sichtbarkeit mehr Erfolg rausholen. Mhm. Und das geht eigentlich dann immer in die nächste Stufe. Daraus sollen dann Imagefilmproduktionen oder vielleicht sogar eine Social-Media-Kampagne entstehen, bis hin zu Abo-Systemen, die wir gerade aufbauen, wo wir den Kunden ein Jahr begleiten, dann in verschiedenen Feldern die Person auf die Bühne zu holen, dass sie vor Publikum spricht, um auch diesen Expertenstatus weiter ausbauen zu können. Mhm. Und das soll dann wieder in den nächsten Imagefilm integriert werden. Also, dass man die Person aus verschiedenen Bereichen eben nicht nur als Fachmann, sondern dass wir die Person auch zum Beispiel beim Joggen begleiten mit der Flugdrohne, dass sie sehr persönlich wird. Mhm. Ja. Und das macht natürlich extrem viel Spaß. Mhm. Haben wir auch für die Bertelsmann Stiftung so einen Imagefilm gemacht, cool, ja, wo die Vorstandsmitglieder von großen Konzernen beim Joggen sind oder beim Eishockeyturnier. Ja. Und dadurch menschelt es natürlich viel mehr. Absolut. Und das wird immer, sage ich mal, erweitert in dieser Customer Lifetime Journey bis hin zu Lifestyle Branding. Mhm. Das werden wir dann ab nächstem Jahr in Angriff nehmen, wo es dann darum geht, eine Ballonfahrt mit den Leuten zu machen oder eine Motorradtour. Mhm. Oder auf dem Pferderücken durch Kirgisistan. Alles Reisen, die ich schon selber gemacht habe, aber dann mit den Kunden und gemeinsame Erlebnisse und Events schaffen, die natürlich dann auch wieder stark auf deine Marke einzahlen. Weil wenn du da in einer tollen Umgebung bist, fällt es dir natürlich auch super leicht, darüber dann zu berichten in den sozialen Netzwerken. Ja. Und das ist eine tolle Metapher dann natürlich auch für dein berufliches Leben, weil damit kann man dann ganz gut spielen und redet nicht immer nur von Prozessen und wir haben hier wieder die Umsatzzahlen erreicht oder was. Das hat eine ganz andere Bildgewalt. Ja, ja, absolut. Diese Abenteuer. Also ich glaube, das ist auch wichtig, jetzt im Verkauf auch die eigene Persönlichkeit rauszubringen. Oder? Ja. Und zu sagen, okay, ich bin der Mensch, ich stehe da dafür und bin eben nicht nur der Verkäufer, der jetzt da sitzt und unbedingt ein Produkt verkaufen will. Also ich finde es auch ganz gut, mit dem Kunden mal zu sprechen, ohne den Hintergedanken zu haben, immer gleich was zu verkaufen wollen. Absolut. Sondern einfach mal abzuholen, mal ein Gespräch zu führen, telefonisch oder online oder wie auch über eine Skype-Konferenz oder wie auch immer. Finde ich auch ganz schön, das mal zu tun, so einfach diese persönliche Ebene zu bilden. Also ich habe immer versucht in meiner Karriere, immer auch mit den Kunden so zu reden oder auch gemeinsam so ein Verständnis aufzubauen, dass man auch, wenn man einen Jobwechsel da ist, wenn man in eine andere Position geht, dass man den auch wieder anrufen kann. Ja. Also das war immer so meine Devise, mit dem Kunden so ein Verhältnis auch aufzubauen. Und das funktioniert nicht, wenn man dem Kunden irgendwas verkauft, was er nicht braucht. Also man muss vielleicht auch manchmal sagen können, nee, ich glaube, das Produkt passt jetzt nicht in dem Moment, aber vielleicht können wir ja irgendwann später wieder miteinander reden. Also, aber das ist auch so diese emotionale Intelligenz, die ich da sehe, die man entwickeln muss über die Zeit und auch das Gespür und das Gefühl. Und dafür braucht es auch eine gewisse Erfahrung natürlich. Mhm. Absolut.
Spannend. Welche Automatisierungstools verwendet ihr denn da? Also aktuell, das geht ja von Sales Funnels aufbauen, wie gesagt, über E-Mail-Marketing, Kampagnen, Newsletter. Also wo seht ihr da die besten Conversion Rates, sage ich jetzt mal? Ja, das ist auch sehr individuell, wen ich adressiere. Also ich sehe schon sehr viel über diesen ersten Vertrauensaufbau, über die Social Media Kanäle, ähnlich wie du das auch machst. Da sehe ich schon eine gute Conversion Rate, die man erzielen kann. Was immer gut ist, sind natürlich auch Informationen zu geben in Form von White Papers oder Blogartikeln, um das Interesse zu wecken. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Und letztendlich auch die direkte Ansprache ist eine Methodik, um mal mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Auch da gibt es natürlich verschiedenste Plattformen, die gängig sind, geläufig sind, glaube ich, die man da dafür nutzen kann. Aber dann muss natürlich, wenn hier ein Response kommt, muss natürlich das Ganze auch entsprechend kanalisiert werden und auch entsprechend weiter verfolgt werden. Und dafür gibt es eben auch Automatisierungstools, die mir dann helfen, auch eine Antwort zu senden und entsprechend den Kontakt zu halten, aufzubauen, bis dann soweit ist, dass es vielleicht Sinn macht, jetzt auch mal direkt anzurufen und mal zu sprechen. Also da gibt's eine Menge Wege. Also ich glaube, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, wenn wir da ins Detail gehen. Aber ich sehe schon, also Content zu liefern in Form von Social Media oder White Paper oder Blog oder über die Webseite oder gerne auch mal ein Video. Also im Endeffekt, wie wir es heute auch machen, auch mal ein Video zu machen. Und ich finde es auch spannend, was du gesagt hast. Ich finde es interessant, auch wenn so ein persönlicher Einblick von den Menschen da ist. Also ich habe ein Projekt gemacht, da haben wir, ähnlich wie ihr das macht, auch die beiden Geschäftsführer mehr ins vordere Licht gestellt, möchte man sagen, indem wir einfach auch ein paar persönliche Nuancen von den Menschen preisgegeben haben. Und das hat eine ganz tolle Wirkung gehabt. Also es war wirklich ganz toll, was da über die Social-Media-Kanäle auch zurückgekommen ist. Also was ich ganz deutlich merke, ist, dass vor allem die privaten Insights noch viel besser angenommen werden als das berufliche. Weil das wollen, die Leute wollen, glaube ich, sehen, wer bist du, in welchem Kontext stehst du, was machst du sonst so. Weil irgendwann haben die das berufliche Feld verstanden. Und deswegen achte ich da auch im Newsletter drauf, dass so ein bisschen was Privates mit durchschimmert. Oder dass so 10% auch Privates in den Social Media Kanälen so mit einfließt. Dass es eben nicht einfach immer nur Business, 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 weil irgendwann sagen die Leute sich, okay, habe ich jetzt verstanden. Ja. Also da habe ich eine schöne Geschichte dazu. Ich bin leidenschaftlicher Rennradfahrer und ich habe irgendwann mal so ein Bild gepostet, wo ich bei uns, ich lebe da unten am Bodensee und wir haben einen Bodensee, wo man flach fahren kann. Wir haben aber auch die Alpen. Also dahinter, da geht es dann auch mal richtig ruppig einen Berg hoch und gelegentlich fahre ich dann auch mal so ein paar Berge hoch und bin dann auf dem Berg gestanden und habe wirklich morgens, ich bin im Sommer da um 5:30 losgefahren und bin dann irgendwie um 7 schon oben auf dem Berg gewesen und es war einfach nur schön da oben, da habe ich so ein Bild gepostet und das war ganz witzig. Dann habe ich eine Antwort von einer leitenden Person im Vertrieb bekommen und der hat gesagt, mein, toll, ich bin auch Rennradfahrer und bin auch im Vertrieb unterwegs und ich habe gesehen, Sie sind da Vertriebsexperte und da hat sich ein Termin draus entwickelt und auch eine persönliche Bindung dazu und mittlerweile sind wir auch schon mal beim Radfahren gewesen zusammen. Also find ich auch ganz schön, dass ich auch über so einen Weg auch sowas mal entwickeln kann. Also hat mir viel Spaß gemacht und bestätigt das, was du sagst, dass wenn man so ein bisschen von seiner Persönlichkeit, von seinem Leben preisgibt, dann kann das auch im Business helfen. Aber das ist natürlich nicht der Antreiber für sowas für mich jetzt. Also ich sage, okay, weil ich fand es einfach nur schön oben auf dem Berg, weil gerade so die Sonne aufgegangen ist. Und das war ja, absolut. Einfach schön. Aber so wie du es sagst, habe ich auch wieder ein Beispiel. Ich war auf dem Filmfestival
auf Sizilien. Und ich habe da auch einen Post mit dem Fahrrad, wo ich einfach glücklich war, wie sich das Jahr so entwickelt hat. Und habe das auch in zwei, drei Facebook-Gruppen reingepostet. Mhm. Und daraus haben sich dann auch schon wieder neue Kundenaufträge letzten Endes ergeben. Kam ein Unternehmer auch aus Hamburg und wir haben dann schon wieder sein Business zerlegt und überlegt, was ist der nächste logische Schritt. Und das wäre wahrscheinlich jetzt nicht passiert, hätte ich jetzt einfach wieder von dem neuen Projekt erzählt. Ja. Sondern diese ein bisschen im Freizeitmodus, aber trotzdem so als Mensch zu wirken und eben diese Nähe dadurch auch ein bisschen mehr aufzubauen, das ist, glaube ich, enorm wichtig, gerade in den sozialen Netzwerken oder durch dieses ganze Digitale, weil es baut natürlich doch irgendwie eine Barriere auf, ja, weil du weißt überhaupt nicht, in welchem Modus sieht die andere Person das jetzt gerade. Und wenn es dann wirklich nur die eine Person sitzt in ihrer Businesswelt, die andere in ihrer Businesswelt, das ist dann vielleicht für den Prozess gut, aber nicht darüber hinaus. Und häufig ist es, glaube ich, dann auch was Unbewusstes, was wirklich dazu führt, auch eine Kaufentscheidung zu treffen, dass man sagt, okay, irgendwie sagt mein Herz, da möchte ich hin. Ja. Es ist ja so, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und wenn man so ein bisschen sich öffnet und der andere erkennt auf der anderen Seite, weil es ist ja auch im Verkauf ist immer eine Vertrauensfrage. Ja. Das Gegenüber kauft ja bei dem Menschen, weil er ihm vertraut, dass der ihm die bestmöglichste Lösung für seine Problemstellung anbietet. Und da kann es auch nur hilfreich und ist aus meiner Sicht auch hilfreich, wenn er weiß, okay, weiß vielleicht ein bisschen mehr von den Menschen wie nur dieses Verkaufsthema. Ist meine Erfahrung jetzt. Vielleicht gibt es andere da draußen, die da andere Erfahrungen gemacht haben. Aber ich habe da immer sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn auch so eine gewisse, wenn man auch mal im Verkaufsgespräch über den letzten Urlaub reden kann. Ich weiß, wir haben heute alle wenig Zeit. In der Regel funktioniert das recht schwierig. Auch fände es auch schön, wenn man da mal darüber reden kann und sich austauschen kann. Ich habe da übrigens schon viele wertvolle Urlaubstipps bekommen. Richtig. Von einem Kunden, also, die ich dann auch wirklich, die Länder, die ich dann auch besucht habe. Also auch das fand ich immer schön, wenn man im Gespräch mal drauf kommt und gesagt hat, oh ja, da könnte ich eigentlich auch mal hinfahren. Fand ich eigentlich auch mal ganz schön. Ganz toll. Für alle, die zuschauen oder zuhören, also zeigt euch ganz bewusst, und nutzt auch die Gelegenheit, eure Persönlichkeit nach außen zu tragen. Nur darüber kommt dann so ein Perfect Match auch zusammen. Und vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mich gefreut, hier bei dir mal zu sein. Und ja, vielen Dank. Toll. Alles Felix, Gute bis und bald. Weiterhin viel Erfolg. Danke dir auch. Auch auf deiner Heldenreise. Genau, danke. Ciao. Tschüss.